Hallo und herzlich willkommen, liebe Actionfans. Mein Name ist William Cohn. William Cohn. Sehen Sie nun im Neo-Magazin Royal, wofür Q ihre Gebührengelder ausgibt, warum Anzüge nicht jedem gleich gut stehen und wieso die besten deutschen Schurken am Ende doch immer Österreicher sind. Viel Vergnügen. Neo-Magazin Royal mit Jan Böhmermann. Folge 27. Dieter, sag mal Jo. Mein Name ist William Cohn. Heute zu Gast Mike Krüger. Musik, Dendemann und die Freie Radikale. Ja, wir sind Neo, 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 Freie Radikale, wir sind Neo, 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 Neo. Und das hier ist leider nur Jan Böhmermann. Das Neo-Magazin Royal. Vielen lieben Dank. Jo. Herzlich willkommen beim Neo-Magazin Royal am Donnerstag, den 29. November 2015. Unser Gast heute, eine echte Showlegende, Mike Krüger ist heute Abend hier. Der war schon im Fernsehen, als ich noch so beim Sack war. Mike Krüger, heute Abend hier, hat eine Autobiografie geschrieben. Es wird sicherlich sehr interessant. Erzählt vielleicht Geschichten aus seiner langen Showkarriere. Meine Güte, früher in den 80ern, da ging es aber richtig rund hinter den Kulissen. Und meine Damen und Herren, ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben. Schocknachricht der Woche. Die Weltgesundheitsorganisation, WHO, WHO warnt vor Wurst. Wurst macht Krebs. Erst nimmt man uns die Volkswagen, jetzt will man uns auch noch Wurst nehmen. Was haben wir Deutschen denn noch außer Nazis jetzt? Das gibt's doch gar nicht. Hashtag der Woche, passend dazu, um ein bisschen Awareness zu raisen, damit Sie auch aufpassen, wenn Sie Wurst essen. Hashtag der Woche lautet Wurstkrebs. Wurstkrebs, immer zur Wurstkrebsvorsorge gehen, sicherheitshalber. Wurstkrebs, es ist wirklich, also Wurst ist krebserregend, ist ein riesiges Problem. Mir wurde, mein Kindern wurde kürzlich an der Fleischertheke eine Scheibe Fleischwurst angedroht. Ist, glaube ich, so, ist, glaube ich, offiziell Sterbehilfe. Ist, glaube ich, nur in, Wurst ist bald nur noch in der Schweiz erlaubt. Liebe Jugendliche da draußen, wenn ihr krass drauf seid, bitte Wurst, ja, aber nicht auf Lunge essen. Ganz Menschen können Krebs bekommen wegen Wurst. Noch viel schlimmer, Schweine sterben wegen Wurst. Was? Wie bitte? Ach du Scheiße, die Weltgesundheitsorganisation schaltet sich noch mal ganz kurz in die Meldung ein. Wurst erregt Krebs. Und jetzt ist es soweit, meine Damen und Herren. Um Sie zu schützen vor Wurst, wird ab sofort auf verpackter Wurst, die wird nicht mehr verkauft, erstmal nur ab 18 und mit Personalausweis, ganz wichtig. Und es kommen Warnhinweise auf Wurst drauf. Haben wir die Warnhinweise? Haben wir vor? Hier ist ein Warnhinweis, der ab sofort auf Wurst klebt. Meine Vorsicht, alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Pass. Noch ein Warnhinweis der WHO? Bifi-Verzehr im Schulbus kann zu sozialer Ausgrenzung. Ja. Wurst ist gefährlich, finde ich schön, dass die WHO warnt. Wurst ist gefährlich. Noch einen? Eine Bockwurst in der. Das stimmt. Wer kennt es nicht? Wurst ist gefährlich. Hashtag der Woche, Wurstkrebs. Tolle Nachrichten aus der Welt der Fiskalpolitik. Der Iran, Schurkenstaat Nummer 17, der Iran möchte als erste Nation der Welt komplett Bargeld abschaffen. Der Iran möchte komplett Bargeld abschaffen. Iran, ganz, so kriegt ihr niemals eine Fußball-WM. Kein Bargeld mehr oder wie es hier in Köln-Ehrenfeld heißt, Monatsmitte. Gruselige Zombies marschieren an diesem Samstag durch die Innenstädte der Republik. Wieso marschieren hier auch gruselige Zombies? Ist Pegida Montagsdemonstration jetzt am Samstag oder? Nein, Samstag ist Halloween. Samstag ist Halloween im Saarland. Nennt man den Feiertag den Be Yourself Day. Just be. Der einzige Tag im Jahr, in dem sich Saarländer nicht verkleiden müssen. Grusel-Schock-Kostüme sind natürlich im Trend. Lena Meyer-Landrut will 10 Kilo zunehmen und als Skelett gehen. Und die Halloween-Party in DFB und FIFA steht in diesem Jahr unter einem ganz besonderen, gruseligen Motto. Das Motto der Halloween-Party in diesem Jahr bei DFB und FIFA: Steuerfahndung
und unbestechliche Journalisten. Franz Beckenbauer will als PR-Desaster gehen. Interessiert dich das? Ist das was für DFB? Ist dir Wurst? Dennemann und die Freie Radikale. Ja, geht es um die Wurst, denke ich nur an meine Leute. Und erst dann an prall gefüllte Schweinehäute. Wurst war immer auch eine Scheibe Freude. Erst wenn man rasiert, weiß man, was es einem bedeutet. Ja, sie ist das Sushi des kleinen Mannes. Doch an der Ernährung erkennt man seinen Hannes. Dann isst man, was man isst. Dann ist Darm schlecht für den Darm und Beschiss bleibt Beschiss. Alle Infos vom Gesundheitsamt hören sich für mich sinnlos und nur Unzeit an. Die ganze Forschung, ich war stets dagegen. Vielleicht ist zu viel davon selbst krebserregend. Doch das Who is Who der WHO sagt, sie wissen Bescheid jetzt, wie Megalo. Deutschland ohne Wurst, ich schmeiß mich weg. Ohne Salami-Brot hab ich noch kein Mal gecheckt. Mir ist das Wurst ein für alle Mal. Ich bin Sternzeichen Krebs, ich bin frei und radikal. Und während wir du das Lied hier anhörst, geht's da draußen um die Wurst. Dennemann und die Freie Radikale. Yo! Ende, sag mal yo. Hashtag der Woche lautet Wurstkrebs. Ich muss mich ganz kurz entschuldigen. Auf der Suche nach der Zukunft des Printgeschäfts. Ich stromer manchmal durch die Kiosks hier in Köln und da ist mir diese Zeitschrift aufgefallen. Ich lese gerade, habe mich total festgelesen, in der Meine Schuld. Ist eine echte Zeitschrift für Frauen. Meine Schuld fand ich im Zeitschriftenregal besonders spannend. Ist kein Fake von uns, ist wirklich Meine Schuld gibt. Es kostet 2 €. Ist eine ganz tolle Zeitschrift für Frauen, die sich fragen, wer ist eigentlich schuld? Einfach die Meine Schuld kaufen und dann kriegt man alle Antworten. Ich hab fettige Haare und bin dick und hässlich. Wessen Schuld ist es? Ah, meine Schuld. Immer wenn mein Freund säuft, dann schlägt er mich. Wessen Schuld ist das eigentlich? Mal gucken. Ah, das ist meine Schuld. Alle Fragen der Welt kann man, stehen in der Meine Schuld, wird alles beantwortet. Wer ist eigentlich schuld? Palästinenser oder Israelis? Vor allem nach Ostkorea? Ach, meine Schuld. Apropos meine Schuld. Meine Damen und Herren, ich muss Ihnen was gestehen. Ich interessiere mich überhaupt nicht für Fußball. Die ganze Republik redet darüber. Fußball hier, Fußball da, DFB-Skandal und FIFA-Affäre. Interessiert mich alles nicht. Das ist bei mir alles abgespeichert unter korrupte Ehrenmänner, machen eh, was sie wollen. Diese rumpeligen alten Männer und ihre traurigen Versuche, glaubwürdig rüberzukommen. Ist alles, geht mir irgendwie am Arsch vorbei. Wissen Sie, für was ich mich richtig interessiere? Ich interessiere mich für unauffällige Typen. Unauffällige, unscheinbare Player im Fußball, die immer dann spurlos verschwinden, wenn die Scheiße so richtig fliegt. Ich würde mich gerne mit Ihnen darüber unterhalten. Reden wir doch mal über eine der dicksten Kröten im Fußballsumpf. Und Ihre. Eier aus Stahl. Oh, und heute geht es um dich, Herbert Hainer. Für die meisten bist du Vorstandsvorsitzender der Adidas AG. Aber für mich bist du der Mann, der mal so geil aussah, wie Waldemar Hartmann aussah, als der noch richtig geil aussah. Herbert Hainer, du bist seit 14 Jahren Chef der börsennotierten zweitgrößten Sportartikelherstellerfirma der Welt. Adidas, DFB, FIFA und Bundesliga, alle gesponsert von Adidas. Jahresumsatz 2014, 14,5 Milliarden Euro. 14,5 Milliarden Euro. Herbert, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, was zurzeit in Fußball-Deutschland los ist. Angeblich soll ja bei unserer WM 2006 irgendwas nicht mit rechten Dingen zugegangen sein. Unser Sommermärchen, Bestechung und schwarze Kassen und so. Oder Waldi? Haben denn wirklich die Deutschen geglaubt, dass wir diese WM bekommen haben, weil wir so ganz besonders beliebt sind auf dieser Welt, weil wir so tolle Hechte sind, weil wir so gut ausschauen und weil uns alle lieben und zum Niederknutschen? Ja, ich meine, ja gut, Herbert, was juckt dich als Chef des DFB-Hauptsponsors Adidas, wenn es im Fußball nicht mit rechten Dingen zugeht? Fußball ist ja nicht Adidas und Adidas ist ja nicht Fußball. Fußball ist Adidas, Adidas ist Fußball. Ah, so ist das. Dann ist ja auch für dich und Adidas ein bisschen scheiße, wenn alle verlieren. Das deutsche Sommermärchen verliert seine Unschuld, das Weltmeisterland Deutschland verliert seinen guten Ruf, der DFB verliert seine Glaubwürdigkeit, Wolfgang Niersbach verliert vielleicht bald seinen Job. Alle verlieren. Ich muss auch ehrlich sagen, verlieren ist auch beschissen, auf gut Deutsch gesagt. Das mache ich nicht, ich gewinne lieber, das ist schöner. Und deswegen versuche ich alles, was in meiner Macht stehende zu tun ist, zu tun, um eben zu gewinnen. Ob das jetzt am Spielfeld ist oder in der Arbeit. Kleiner Tipp, Herbert, im DFB-Skandal und der FIFA-Affäre gibt es zurzeit nur 2 Gewinnerstrategien. Erstens, versuchen, die Scheiße geschickt auszuweichen. Oder zweitens, die Scheiße offen ansprechen. Du hast dich für Strategie 1 entschieden. Adidas ist Hauptsponsor der FIFA und könnte richtig Druck machen, genau wie die sympathischen Kleinunternehmen und FIFA-Sponsoren.
McDonald's, Visa, Coca-Cola und Anheuser-Busch, die haben die FIFA in 4 überraschend deutlichen Briefen dazu aufgefordert, Sepp Blatter endlich rauszuschmeißen, weil sie Angst um ihr Image haben. Also ich meine, McDonald's, Visa, Coca-Cola und Anheuser-Busch haben Angst um ihr Image. Das ist ungefähr so, als hätten Gordon Gekko, Gargamel, Mr. Burns und Darth Vader Angst um ihr Image. Aber Adidas und du, Herbert, ihr zwei haltet an Sepp Blatter fest. Und der ist natürlich, ich meine, der ist natürlich einfach spitzenmäßig und in Partylaune aufgelegt. Kein Wunder, das ist gut für ihn. Party on! Die Treue von Adidas und dir zu Sepp Blatter ist so rührend, Herbert. Weißt du was? Horst Dassler, der Ex-Adidas-Chef und Sohn von Adidas-Gründer Adi Dassler, der wäre stolz auf dich. Denn der hat Sepp Blatter vor 40 Jahren bei der FIFA installiert. Und Horst Dassler hat Sepp Blatter in seinen ersten Jahren auch hier bezahlt. Here we go, Sepp. Der Sepp und der Horst und Adidas. Eine Freundschaft fürs Leben. Und der Sepp und Adidas haben übrigens erst 2013 einen neuen Sponsoring-Vertrag ausgehandelt. Mein Handyvertrag bei Base, O2, Telekom, Lidl, Base gilt. Mein Handyvertrag gilt ja 2 Jahre. Wie lange gilt denn so ein Sponsoring-Vertrag zwischen Adidas und FIFA? Vielleicht bis 2018 oder bis 2020 oder wie lange? Bis 2030? Was in aller Welt könnte denn so geil sein, dass man den Vertrag über 17 Jahre abschließt? Also außer natürlich eine Zungenkuss-Flatrate von Sami Slimani. Ich bin einfach so ein echter All-in-or-Nothing-Typ. Ich verrate den Leuten jetzt mal das Erfolgsgeheimnis von Adidas. Bist du auch ein All-in-or-Nothing-Typ? Das, glaube ich, beschreibt mich auch, meine Leidenschaft und auch so meinen persönlichen Charakter. Wenn ich was mache, dann All-in-or-Nothing. Jetzt machen wir mal All-in-or-Nothing. Jetzt kommt das Geheimnis von Adidas. Nur ein einziges Wort. Nicht das ist, wir sind nicht bei der Mafia, nein, das, so nennt sich das nicht, anders. Nee, auch nicht, das ist ja illegal, anders. Nee, Korruption, das klingt auch ganz schlimm. Das heißt, wie heißt es noch? Sponsoring, eine Original-Adidas-Erfindung. Tolle Idee. Sponsoring, erfunden von Adidas, genauer erfunden von dem Mann, der auch Sepp Blatter erfunden hat. Und Sponsoring funktioniert bis heute toll. Adidas ist Sponsor Nummer 1 der ganzen Welt, von Fußball zumindest. Und Sponsoring ist völlig legal. Funktioniert im Prinzip ganz einfach. Wenn du machst, was Adidas sagt, bekommst du von Adidas eine tolle Belohnung. Klingt kompliziert, ist aber ganz einfach. Franz, kannst du es für die Leute vielleicht noch ein bisschen anschaulicher erklären, wie das funktioniert? Lasst uns nicht lange reden, wir tun, was uns gefällt. Einmal 5 Mark für jeden, das ist doch nicht die Welt. Sponsoring ist also der Trick, warum Adidas so verwachsen ist mit dem Profifußball wie kein anderes Unternehmen. Adidas ist überall. Unsere Weltmeisterhelden von letztem Jahr zum Beispiel. Alle von Adidas gesponsert. Yogi natürlich auch. Und raten Sie mal, was diese Spitzenfunktionäre und Topmanager gemeinsam haben. Richtig, alle kein Abitur und sponsert bei Adidas, obwohl sie gar keine aktiven Fußballspieler sind. Ja, ist denn heute schon Weihnachten? Und Adidas sponsert noch mehr. FIFA, DFB, Bundesliga, zweite Bundesliga, FIFA-Weltmeisterschaft, DFB-Pokal, Champions League, deutsche Nationalmannschaft, Leverkusen, Schalke, Nürnberg, HSV, der FC Bayern sowieso. Adidas sponsert alles. Adidas ist überall. Zum Glück ist Adidas ein ehrliches deutsches Unternehmen, in dem windige Geschäftspraktiken nichts verloren haben. Herbert Heiner, wer waren noch mal deine beiden Vorgänger an der Adidas-Spitze? Ah ja, Robert Louis Dreyfus und Bernard Tapie. 2 unseriöse Straftäter. Ganz kurz, ich muss mal kurz unseren Neo-Magazin Royal Scherzanwalt Dr. Christian Witz fragen. Kommen Sie ruhig mal rein. Ist das erlaubt, wenn ich öffentlich sage, dass Bernard Tapie und Robert Louis Dreyfus 2 unseriöse Straftäter waren? Darf ich das sagen, so öffentlich? Waren sie denn unseriös? Also der Adidas-Boss Robert Louis Dreyfus, der hat seinem lieben Freund und Bayern-Manager Uli Hoeneß mal 10 Millionen Euro geliehen, damit er die Kohle an der Börse verzocken kann, ohne Gegenleistung zu wollen. Und Bernard Tapie, der war halt Schlagersänger und Rapper gleichzeitig. Dans le
les affaires, le rap, les ministères, c'est toujours le gangster. Qui contrôle l'affaire. Klingt das unseriös genug? Ist es? Ja, das klingt unseriös genug. Und waren Sie Straftäter? Ja, also Dreyfus saß nicht ein, aber 2006 zu 10 Monaten auf Bewährung verurteilt. Und Bernard Tapie saß 8 Monate im Knast wegen Bestechung. Also Straftäter, kann man schon so. Hm. Dann ja. Dann ja. Vielen Dank, Neo Magazin Royal, Scherzanwalt Dr. Christian Witz. Aha, also Herbert Heiners Vorgänger waren unseriöse Straftäter und Herbert Heiners direkter Vorgänger als Adidas-Chef. Hier, Robert Louis Dreyfus, das ist der, der dem DFB eine schwarze Kasse mit 6,7 Millionen Euro eingerichtet haben soll, um die WM nach Deutschland zu holen. Stand ja auch im Spiegel vorletzte Woche und diese Woche auch. Was hätte denn ein Adidas-Chef davon, wenn er die WM nach Deutschland mogelt? Das ist ganz einfach. 2005 hat Adidas so viel verdient. 2006 im Schummel-WM-Jahr machte Adidas dann einen Umsatz von 10,1 Milliarden Euro. Im Vorjahr 6,6 Milliarden. Ergebnis: im Jahr der Mogel-WM hat Adidas 3,5 Milliarden Euro mehr Cash eingefahren. Und dafür musste Robert Louis Dreyfus nun mal eben privat 6,7 Millionen Euro verleihen. Deutschland, ein Sponsormärchen. Kommen wir mal zum großen Finale, Herbert. Wie war noch mal deine Erfolgsformel? Fußball ist Adidas, Adidas ist Fußball. Okay, dann kommt jetzt eine knifflige Rechenaufgabe. Wenn Adidas Fußball ist und Fußball korrupt ist, was ist dann Adidas? Kleiner Tipp, wenn irgendjemand die Lösung rausfindet, ist das nicht gut fürs Geschäft von Adidas. Lass mich das anders sagen, Herbert. In der FIFA-Affäre oder beim DFB-Skandal hat Adidas wirklich keine Scheiße am Schuh, das kann man nicht sagen. Adidas ist der Hund, aus dem die Scheiße rauskommt, seit Jahrzehnten. Oder täuscht mich da mein Eindruck? Ich meine, Adidas hat die Sportkorruption, das Sponsoring erfunden. Und Sponsoring ist das Erfolgsgeheimnis von Adidas. All in or nothing. Und das nur die Spitze des Scheißbergs, Herbert. Kleiner Tipp für unsere Zuschauer. Geben Sie mal ISL und Adidas bei Google ein. Oder Turnschuh CIA. Haha, da finden Sie Sachen. Und du, Herbert Heiner, hast mit windigen Geschäften, Bestechung und Vetternwirtschaft natürlich nichts zu tun. Du sitzt ganz entspannt im Steve Jobs-Rolli in Herzogenaurach und guckst dir im Fernsehen an, wie sich ein paar senile Ehrenmänner gegenseitig Unterlassungserklärungen hin und her schicken. Und machst das einzig Richtige, nicht auffallen. Denn solange keiner über die Rolle von Adidas redet, redet keiner über die Rolle von Adidas. Und das ist gut für dich, Adidas-Chef Herbert Heiner, du unauffälliger Gewinnertyp. Der Fußball ist korrupt, aber über Adidas und deine Verantwortung dafür redet niemand. Denn du hast nicht nur den Fußball im Sack, sondern auch. Muss mal ganz kurz gucken, wenn sich jetzt in Herzogenaurach in Franken irgendeiner angepisst fühlt, wessen Schuld das dann ist? Ah, meine Schuld. Ach, die meine Schuld, das ist wirklich eine, das ist wirklich, oder, wenn, hier, vielleicht Sie im Publikum, wenn Sie sich vielleicht fragen, wessen Schuld ist das eigentlich, dass ich mein Facebook-Profil nicht aufgeräumt habe, dass ich Sachen im Internet stehen habe, die ich nicht rausgelöscht habe, wessen Schuld ist das eigentlich? Gucken Sie mal die meine Schuld, Seite 35, Schuld daran, ah ja, meine Schuld. Das ist Prism is a Dancer. Das ist die Rubrik im Neo Magazin Royal, vor der die Menschen hier im Studio zittern, die sich Karten gekauft haben. 200 Leute haben ihre Internetprofile nicht aufgeräumt und es könnte jeden treffen, denn unser Prism is a Dancer Team hat wahnsinnig inkriminierende, schreckliche Sachen über unser heutiges Studiopublikum rausgefunden. Zum Beispiel über jemanden, der sich so gut mit Computern auskennt, dass es mir die Schamesröte ins Gesicht treibt. Er heißt Sebastian. Er kommt aus Köln-Ehrenfeld. Und er arbeitet für die Deutsche Telekom, Sebastian. Say what? Hallo. Wo ist denn dein ganzes Blut hin? Das war doch eben noch in deinem Gesicht. Hi, Sebastian. Was machst du genau? Programmieren. Ist kompliziert zu erklären. Du hast es mal versucht. Du hast ein Interview gegeben. Schau mal hier, da haben wir klar ein paar Ausschnitte. Das Ganze hat sich jetzt so ein bisschen aus dem Browser verlagert in externe Tools. Es ist sehr großartig, dass wir jetzt Möglichkeiten haben, zum Beispiel in unsere CI-Systeme Runtime-Performance-Metriken zu integrieren. Muss mal ganz kurz gucken, wessen Schuld das ist, dass ich absolut nicht verstehe, worüber. Ah, meine Schuld.
Ich hab alles verstanden. Ja, und damals mal besser rasiert, ne? Wir haben auch schon mal, wir sind uns auch schon mal begegnet. Ich habe auch schon mal ein Interview mit dir geführt. Wirklich, wirklich wahr. Also es ist jetzt nicht so, dass wir das Material, was wir von dir im Internet gefunden haben, neu zusammengeschnitten haben und daraus ein neues Interview gebaut haben. Nein, nein. Das ist doch technisch gar nicht möglich. Ich wäre gar nicht urheberrechtlich, gar nicht, wenn wir in Teufels Küche kommen, mein Gott. Ich habe ein Interview mit dir geführt, um rauszubekommen, was du eigentlich beruflich machst. Und schau mal, das ist dabei rausgekommen. Hallo Sebastian, schön, dass du die Zeit gefunden hast. Hi Tom. Jan, Sebastian, du arbeitest am Computer. Kannst du vielleicht für unsere Zuschauer erklären, was du genau machst? Das ist immer schwer zu sagen. Wir haben ein Tool wie Hardy, was uns hilft, unser CSS zu testen, oder Side Effect für ganz tolle Visual Diffs. Side Effect, Visual Diffs. Aber im Endeffekt sind die alle irgendwie nicht connected. Könntest du vielleicht für die älteren Zuschauer nochmal erklären, was du da jetzt genau meinst? Wie ist die Mean Frame Time? Wie viel Paint and Layout Circles haben wir? Also du meinst sowas wie Word. Startbutton ist unten links. Und wenn man auf das X drückt, gehen die Fenster zu. Windows? Ja, mal was anderes. Sebastian, was sind eigentlich deine Lieblings-Superhelden? Zum Beispiel mal Phantomus oder Grunt Phantomus. Und vor allen Dingen Perf Janky für Runtime-Performance-Measurements. Perf Janky für Runtime-Measurements. Ja, der ist doch in dieser Superheldengruppe, nicht die Avengers. Die Updates. Bei den Updates macht er doch mit, oder? Du hast ja vor kurzem deine Freundin beim Programmieren kennengelernt. Wie läuft's im Bett? Da sind wir definitiv noch so sehr am Anfang, dass so sehr viel im Argen liegt, dass wir da, ich schätze mal, doch noch ein Jahr warten müssen, beziehungsweise selbst tätig werden müssen, dass das annähernd die Qualität hat. Die Qualität, die man so kennt aus dem Internet, versteh schon. Aber ihr hattet schon mal Sex, oder? Ein klassisches Jein als Antwort auf die Frage. Sebastian, dann danke ich dir ganz lieb für dieses offene Interview und PHP für Video. Ein echtes Wunschkind. Und lass mich raten, es heißt JavaScript. Sebastian, das Interview schenken wir dir natürlich, laden wir auf den FTP-Server hoch. Das ist für dich. Wir haben aber noch jemanden, der noch nicht genau weiß, dass er gleich ein absoluter Fernsehstar wird. Das ist diesmal eine junge Frau mit lockigen Haaren, die schon mal hier war. Die war schon mal im Publikum. Neo Magazin hat sie im Warm-up verraten. Es handelt sich um Stefanie aus der Kaiserstadt Worms. Oh mein Gott, oh mein Gott, it's happening. Wie ist dein Spitzname, Steffi? Curly. Und sag mal, ist das eigentlich Absicht oder ist das ein Versehen, dass du noch eine MySpace-Seite hast? Also ich weiß, ich sag mal so, du solltest vielleicht demnächst mal ein bisschen an deinen Privatsphäre-Einstellungen bei MySpace rumdrehen, weil wir haben Fotos gesehen, die wir alle nicht zeigen können. Ich kann es nicht nochmal ertragen. Nein, mach das nicht. Es ist halb so schlimm. Curly, beruhige dich. Wir gehen verantwortungsvoll mit den Informationen um, mit denen du verantwortungslos umgegangen bist. Curly, und jetzt pass auf, wir haben gedacht, wir können das Bildmaterial unmöglich zeigen, du weißt warum. Du musst unbedingt was machen, ganz dringend. Und zwar nicht nur bei MySpace, sondern auch bei Facebook, bitte. Ganz dringend, auch bei Facebook muss man da mal ganz dringend ran. Aber wir haben uns gedacht, trotzdem haben diese Fotos und diese Dinge, die du ins Internet gestellt hast, so einen ästhetischen Wert, dass wir jemanden beauftragen, den verantwortungsvollsten Mitarbeiter, den das Neo Magazin Royal hat, jemand, der so verantwortungsvoll mit Bildern im Internet umgeht wie kein zweiter, den wir jetzt hereinbitten möchten, der hat ein Geschenk für dich. Begrüß bitte mit mir Photoshop Philipp! Photoshop Philipp, wissen ja viele gar nicht, Photoshop Philipp ist dein Vorname und Philipp ist dein Nachname, ne? Du hast
du hast was gebastelt. Du hast einen, zeig mal, einen Kalender gebastelt. Hast du mit, kann man ruhig mal zeigen. Der Curly Kalender 2016. Und da hast du richtig lange dran gesessen. Mit welcher Photoshop-Version hast du das gemacht? PS5, aber ist gecrackt, bitte nicht. Nee, sagen wir nicht. Mit gecrackt, PS5 gecrackt. Ja. Und dieser Curly-Kalender 2016, den würden wir dir wahnsinnig gerne schenken. Und damit alle Leute mal sehen, was da drin ist. Wir haben eine kleine. Schau mal, so sieht der. Januar, Februar, März, April. Die Jahresuhr steht niemals still. Januar, Februar, März, April. Die Jahresuhr steht niemals still. Mai, Juni, Juli, August. Weckt in uns allen die Lebenslust. Dezember und dann fängt das Ganze schon wieder von vorne an. Januar, Februar, März, April, die Jahresuhr. Made by Photoshop Philipp himself. Ja. Noch nicht? Du kriegst ihn gleich. Und jetzt pass auf. Und jetzt kommt's, Curly. Wir haben hier einen kleinen Vertrag vorbereitet. Diesen Kalender könnte es ab morgen im Neo Magazin Royal Merchandise Store geben. Halt, stopp. Du bekommst 50% aller Einnahmen. 50%, das ist... Und es lohnt es. Moment, halt, stopp, nein. Du kannst aber entscheiden, ob du diese Einverständniserklärung unterschreibst oder nicht. Also nur wenn du möchtest. Ansonsten kriegst du einen und ansonsten sieht ihn niemand. Möchte ich später gern das Kleingedruckte. Sehr gut. Großer Applaus für Curly und Photoshop Philipp. Das war Prism is a Dancer Kalender Edition. Unser heutiger Gast ist eine echte Show-Legende, länger im Geschäft als die meisten von uns auf der Welt. Ihr kennt ihn von Die Supernasen und jetzt taucht er auf mit einer schonungslosen Biografie, in der er alles auspackt, was er bislang verschwiegen hat. Begrüßt mit mir Mike Krüger! Ja, ja, hier kommt die Legende, hier kommt der Chemie. Ja, ihr müsst doch nur den Nippel durch die Lasche ziehen. Unser Gast, wirklich schreit drüber. Mal wie Icy Ice, mal wie Mike Krüger. Herzlich willkommen im Neo Magazin Royal. Hast du das gerade Backstage mitverfolgt, Curly? Ja, das könnte was werden mit Curly und Photoshop. Super. Das, meine Damen und Herren, Top-Team. Ist Mike Krüger. Ja. Ha, Böhmermann. Endlich mal einer, der deinem großen Riechkolben Paroli bieten kann. Doch zuerst ein kleiner Sicherheitshinweis. Liebes Publikum, bitte ducken Sie sich rechtzeitig bei ruckartigen Kopfdrehungen und halten Sie Ihre Kopfbedeckung gut fest, wenn unsere beiden Supernasen mal wieder tief einatmen müssen. Mike Krüger. Von seinen Freunden liebevoll Michael Friedrich Wilhelm genannt, wurde der kleine Mike 1951 in einem Ulmer Hagebaumarkt auf die Welt gedübelt. Nach einer Betonbauerlehre und erfolgreichem Wehrdienst spielte der Quickborner Quasselkopf nicht mehr an Nippeln rum, sondern sang lieber drüber. Mit Erfolg. Während sein Bruder Freddy erfolgreicher Serienmörder wurde, zog es den singenden Nasenbären mehr vor die Kamera. Zusammen mit Gummibärchen Thomas Gottschalk bildete er das Superhelden-Duo Die Supernasen und war damit, Achtung Karlauer, der Konkurrenz immer eine Nasenlänge voraus. In den 90ern war Mikey Mike dann besonders als Mitglied des Erfolgsformats und Easys Vorgängers 7 Tage 7 Köpfe bekannt. Den Rest entnehmen Sie bitte seiner neuen Biografie. Warum haben Sie eigentlich keine Flüchtlingsfamilie in Ihrer Nase aufgenommen, lieber Mike Krüger? Ja, warum? Es wäre ja möglich gewesen. Ja.
Erstmal schön, dass du da bist. Ja. Immer noch Quickborn, immer noch... Hamburg jetzt schon seit längerer Zeit, aber früher Quickborn, richtig. Immer noch ein relativ bodenständiges Leben für jemanden, der schon so lange im Showgeschäft ist. Ja, ich komme noch in Sendungen wie deine. Das ist relativ bodenständig, finde ich. Du bist aber jemand, der, ich sag mal, alle Höhen und Tiefen des Showgeschäfts schon miterlebt hat. Letzte Woche haben wir eine Sendung aus dem Jahr 1985 gezeigt. Ja. Und der Moderator, der das damals moderiert hat, hat am Ende gesagt, nächste Woche kommt Mike Krüger und erzählt uns dann mehr über seine Sendung 4 gegen Willi. Die wurde vom Bayerischen Rundfunk gemacht und war damals ein absoluter Skandal. Was ist da genau passiert? Habt ihr Ausschnitte? Wir haben keine Ausschnitte, aber okay, dann kann ich ja erzählen. Ja. Ach so, weil die Ausschnitte sind noch schlimmer als das. Ja, natürlich. Also an den Ausschnitt, an den sich viele noch erinnern werden, gleich in der ersten Sendung, damit ging es quasi los, hatte ich einen Kandidaten, da spielten immer zwei Familien gegeneinander. Wir haben ihre Wohnzimmer ins Studio gebracht, Riesenaufwand alles. Spielten zwei Familien gegeneinander und ich habe dem einen Sohn aus der Familie auf die Bühne geholt, gesagt, so, jetzt zeige ich dir mal einen Einspielfilm. Und dann sah man seinen heißgeliebten Golf, den er sich vom Munde abgespart hatte. Der wurde in eine Schrottpresse gefahren, auf 1 Meter mal 1 Meter zusammengepresst. Und dann kam eine kleine Eisenbahn reingefahren ins Studio. Und ich sagte so, aus diesen 6 Autos, 1 mal 1 Meter Presse, musst du jetzt deinen Golf rausfinden. Das war ein Spiel damals. Und da, wenn du das richtig machst, bekommst du die volle Punktzahl. Und der hat dann tatsächlich seinen Golf rausgefunden, und zwar an irgendeinem Lappen, der irgendwo drin hing, hat er an dem Lappen seinen kleinen Golfblock erkannt. Das Schlimme war, was natürlich auch die Leute unglaublich aufgeregt hat, ich habe dann gesagt, ja, dann hast du die höchste Punktzahl, herzlichen Glückwunsch, nimm wieder Platz. Und der erst am Ende der Sendung, also nach über 90 Minuten, die der da wirklich blass in der Ecke saß und immer, mein Golf, der arme Kerl, habe ich dann gesagt, okay, der BR ist groß und mächtig und reich. Hier habe ich eine kleine Überraschung für dich. Und dann kam eben ein neuer Golf reingefahren für ihn. Aber er hat 90 Minuten sehr gelitten. Oh Gott, oh Gott. Guck mal, dem Fernsehen geht's. So was kannst du heute nicht das mehr kann man nicht. Dem Fernsehen geht es nicht mehr so gut. Zum Beispiel Curly, die sitzt jetzt da und hofft, dass gleich noch ein Golf reingefahren kommt. Aber es ist nur ein Kalender. Curly, wenn ich jetzt hier der Moderator wäre, Curly, hallo? Da könntest du hoffen. Wurde dann aber irgendwann abgesetzt, weil die Leute das einfach, die waren noch nicht bereit dafür, oder? Nein, das lief ja 3 Jahre, auch sehr erfolgreich. Wir hatten dann leider immer, ich weiß nicht aus welchem Grund, vielleicht auch deshalb, weil ich es eben erzählt habe, am Sonntag hatte ich immer alle Titelseiten in den Zeitungen natürlich nach diesen Spielen. Und irgendwann wechselte leider unser Unterhaltungschef vom BR zum SWR, der immer die Hand über uns gehalten, schützend. Und der neue Unterhaltungschef, der wollte eben nicht jede Woche 50.000 Briefe damals. Es gab ja noch keine E-Mail. Da raunen die jungen Menschen heute. E-Mail war damals noch das, womit die Badewannen und die Waschbecken ausgekleidet waren. Das, da war man ganz stolz, wenn man das hatte. Du hast eine Autobiografie geschrieben. Ja, da steht das alles drin. Alles, die ganzen schmutzigen Geschichten. Da ist auch dieser 4 zusammengefaltete... Golf drin, zum Beispiel, das Foto. Den muss ich gleich mal suchen. Mich würde wahnsinnig interessieren, wie dein Verhältnis zu Thomas Gottschalk ist. Also heute. Wie würdest du das top. Verhältnis... Top? Top. Wirklich? Er war einen Tag vor mir auf der Buchmesse letzte Woche und hat mir nichts davon gesagt. Was? Hallo? Ich komme auf die Buchmesse, sitze da auf der auf der ZDF-Bühne, rede vor Hunderten von Menschen vor mich hin, ruft einer dazwischen, hat Gottschalk gestern schon erzählt. Das gibt's doch gar nicht. Hallo? Seid ihr nicht bei Facebook befreundet? Dann hättet ihr euch absprechen können. Gar nichts. Nicht bei Facebook? In Amerika, da gibt's doch gar kein Facebook. Nee. Ach ja, guck mal, hier ist es. Hier sieht man. Da sieht man das zusammengequetscht. Weil viele Leute in meinem Alter, die kennen dich eigentlich nur, weil sie angefangen haben. Kriegen wir das auch größer? Das, mit den modernen Kameras Leute, ist das nicht... Leute, als ich noch Moderator wäre, da wäre jetzt aber die Kamera da hingezoomt. Ja, guck mal, jetzt, hallo? Der André zieht jetzt die Schärfe. Unser Kamerakind André. André, du hast da ein A auf der Mütze. Hallo? Ja, der André ist normalerweise, arbeitet unter der Woche in der Holzwerkstatt und macht irgendwie...
mit so einem Sparringshelm wie beim Boxen und ab und zu darf man in die Kamera ran. Stell dir mal vor, das war früher live alles, ja, weißt du? Bei uns alles aufgezeichnet. Oh. Nee, aber viele Leute in meinem Alter kennen dich quasi die Wiederbelebung des Kults um die Supernasen. Da könntet ihr ein riesen Geschäft machen, wenn Tommy nicht so verwöhnt da in Malibu hängen würde und seine Kohle zählen würde. Und jetzt kommt die Geschichte. Ja. Ich sitze eben auf der ZDF-Bühne. Ja. Sagt hinterher eine Journalistin zu mir, wissen Sie eigentlich, was Gottschalk gestern erzählt hat? Ich sage, nein, er hat mir das ja verheimlicht, dass er hier war. Ich weiß auch nicht, warum. Er arbeitet mit einer Kollegin an einer Fortsetzung von Supernasen Reloaded. So, pass auf. Und nee. Jetzt kommst nee. Du. Jetzt, und jetzt komm ja, ich nämlich, hallo? Ich habe nämlich einen Vertrag vorbereitet. Ich würde gerne mit Olli Schulz zusammen... Ich möchte gerne den Kalender von... die Hälfte der Einnahmen? Ja. Das würde ich sofort unterschreiben. Ich wollte jetzt, ich habe einen Vertrag vorbereitet. Und zwar geht es nur darum, Olli Schulz und ich, wir würden gerne die Rechte kaufen, für wenig, also haben einfach nur, nicht kaufen, sondern wir würden die kostenlos gern haben. Und ihr hättet einen Gastauftritt in dem Film. Und wir würden das dann, die Supernasen, jetzt erst recht, oder jetzt wird und geheiratet. Du spielst mich. Na, Olli spielt Mike Krüger und ich spiele Thomas Gottschalk. Nee, dann nicht. Also wenn du nicht, nicht mich spielst, dann bin ich echt sauer. Aber die alte Oma mit den Locken arbeitet an einer Wiederauflage von den Supernasen. Du, oder weil was? Du einfach denkst, du setzt dir so eine Perücke aus, dann siehst du aus wie Gottschalk oder es was? Es gibt also eventuell... Kannst du doch meine Frisur ganz schnell schneiden, das ist doch nicht mehr viel. Hallo? Gut. Vielleicht fangen wir ja auch in der Vergangenheit an mit dem Film. Und wie bei Star Wars. Und wie du bei Star Wars. Meinen Sohn. Ja, oder, ja, ich wäre dafür bereit, ich würde alles dafür tun eigentlich. Ich würde sogar Geld bezahlen. Kickstarter-Kampagne. Jetzt, wo du das sagst, da fange ich auch an, drüber nachzudenken. Aber, hast du jetzt gerade verraten, dass Thomas Gottschalk an der Wiederauflage von die Supernasen arbeitet? Habe ich das gesagt? Ja, also ich meine ja. Ich muss mal kurz meinen Anwalt anrufen. Wirklich, verhandelt ihr gerade? Das wäre natürlich. Kann ich deinen Anwalt anrufen? Das steht hoffentlich noch nicht in dem Buch drin. Das ist das Buch von Mike Krüger. Mein Gott, Walter. Ist jetzt, ich sag mal, sehr nah am Kunden gebaut. Mein Gott, Walter, das kennen eigentlich alle. Das ist der absolute Superhit. Das war eine Idee von meinem Verlag. Ich hätte lieber eine von meinen Überschriften innen drin. Mhm. Also meine Lektorin, das sind Damen, also in meinem Fall war das eine gut aussehende 36-Jährige. Hallo. Die dafür verantwortlich ist, dass alles... Für mich zu alt, aber für alles dich. Ja. Dass da alles richtig geschrieben ist in dem Buch. Und die hat mich angerufen und gesagt, ich liebe dich schon für deine Überschriften. Lies mal welche vor. Erste Seite. Erste Seite. Und ich hätte, meine Lieblingsüberschrift wäre, die weißen Tauben sind Möwen. Wie ich wurde, was ich blieb. Ist das Kunst oder kann das weg? Ist das auch von dir? Ja. Das war dein Programm, wahnsinnig toller Satz. Wie ich wurde, was ich blieb. Ja. Edel sei der Mensch, Milchreis tut gut. Ja. Keiner soll hungern, ohne zu frieren. Ja. Du bist schön groß, du nagelst unten. Ja. Ruhe, Licht aus, ich will lesen. Wer im Dunkeln steht, hat für den Spot nicht gesorgt. Ja, das ist eine alte Showbusiness-Weisheit. Das stimmt. Ja. Nüchtern betrachtet war es besoffen besser. Und mein Lieblingsspruch ist, die weißen Tauben sind Möwen. So wollte ich eigentlich das Buch nennen, hat meine Lektorin gesagt, das versteht keiner. Habe ich gesagt, okay, dann nehme ich das Kapitel, wo ich meine Frau kennengelernt habe. Das heißt, bleib bei mir, wenn ich komme. Und dann hat... Was? Aber dann bist du ja... Und dann hat sie gesagt, nein, Mike, wir nehmen, mein Gott, Walter, das kennt jeder. Und habe ich gesagt, okay, ihr seid der Verlag, bitte. Was soll auf deinem Grabstein stehen? Die weißen Tauben sind Möwen. Also, hoffentlich noch nicht so lange, anders. Ja. Hallo? Sie wissen ja, was? Du willst doch meinen Sohn spielen. Ja, danach. Ja. Mike Krüger, das ist dein Buch, mein Gott, Walter. Nächste Woche zu Gast Tony Marshall? Was? Toni Marshall? Das muss ein Irrtum. Marshall was? Mathers, Eminem. Ach so, okay. Oder? Nee, wer? Tony Marshall ist nächste Woche zu Gast? Karel Gott. Was? Der kann sich ja selber einen guten Mann sein lassen. Mehr von diesen Gags hoffentlich nächste Woche, wenn Tony Marshall kommt. Das war das Neo Magazin Royal. Tschüss! Bleib noch sitzen. Ja, wir sind Neo.
Das war's mit dem Neo-Magazin Royal für diese Woche. Entschuldigen Sie mich, dieser alte Tiger hat jetzt ein Date mit Monica Bellucci. Richtig. Und es kommen Warnhinweise auf Wurst drauf. Haben wir die Warnhinweise? Haben wir vor? Hier ist ein Warnhinweis, der ab sofort auf Wurst klebt. Meine Vorsicht, alles hat ein Ende. Nur die Wurst hat zwei. Pass. Noch ein Warnhinweis der WHO? Bifi-Verzehr im Schulbus kann zu sozialer Ausgrenzung. Ja. Wurst ist gefährlich. Finde ich schön, dass die WHO warnt. Wurst ist gefährlich. Noch einen? Eine Bockwurst in der... Das stimmt. Wer kennt es nicht? Wurst ist gefährlich. Hashtag der Woche, Wurstkrebs. Tolle Nachrichten aus der Welt der Fiskalpolitik. Der Iran, Schurkenstaat Nummer 17, der Iran möchte als erste Nation der Welt komplett Bargeld abschaffen. Der Iran möchte komplett Bargeld abschaffen. Iran, ganz, so kriegt ihr niemals eine Fußball-WM. Kein Bargeld mehr oder wie es hier in Köln-Ehrenfeld heißt, Monatsmitte. Gruselige Zombies marschieren an diesem Samstag durch die Innenstädte der Republik. Wieso marschieren hier auch gruselige Zombies? Ist Pegida-Montagsdemonstration jetzt am Samstag oder? Nein, Samstag ist Halloween. Samstag ist Halloween im Saarland. Nennt man den Feiertag den Be Yourself Day. Just be. Der einzige Tag im Jahr, in dem sich Saarländer nicht verkleiden müssen. Grusel-Schock-Kostüme sind natürlich im Trend. Lena Meyer-Landrut will 10 Kilo zunehmen und als Skelett gehen. Und die Halloween-Party in DFB und FIFA steht in diesem Jahr unter einem ganz besonderen, gruseligen Motto. Das Motto der Halloween-Party in diesem Jahr bei DFB und FIFA: Steuerfahndung und unbestechliche Journalisten. Franz Beckenbauer will als PR-Desaster gehen. Interessiert dich das? Ist das was für DFB? Ist dir Wurst? Dennemann und die Freie Radikale. Worst come the worst, my peoples come first. Ja, geht es um die Wurst, denk ich nur an meine Leute. Und erst dann an prall gefüllte Schweine heute. Wurst war immer auch eine Scheibe Freude. Erst wenn man dran stirbt, weiß man, was es einem bedeutet. Ja, sie ist das Sushi des kleinen Mannes. Doch an der Ernährung erkennt man seinen Hannes. Worst come the worst. Dann isst man, was man isst. Dann ist Darm schlecht für den Darm und Beschiss bleibt Beschiss. Alle Infos vom Gesundheitsamt hören sich für mich sinnlos und nur Unzeit an. Die ganze Forschung, ich war stets dagegen. Vielleicht ist zu viel davon selbst krebserregend. Doch das Who is Who der WHO sagt, sie wissen Bescheid jetzt, wie Megalo. Deutschland ohne Wurst, ich schmeiß mich weg. Ohne Salami-Brot hab ich noch kein Mal gecheckt. Mir ist das Wurst ein für alle Mal. Ich bin Sternzeichen Krebs, ich bin frei und radikal. Und während wir du das Lied hier anhörst, geht's da draußen um die Wurst. Dennemann und die Freie Radikale. Yo! Ende, sag mal, yo. Hashtag der Woche lautet Wurstkrebs. Ich muss mich ganz kurz entschuldigen. Auf der Suche nach der Zukunft des Printgeschäfts. Ich stromme manchmal durch die Kiosks hier in Köln und da ist mir diese Zeitschrift aufgefallen. Ich lese gerade, habe mich total festgelesen, in der Meine Schuld. Ist eine echte Zeitschrift für Frauen. Meine Schuld fand ich im Zeitschriftenregal besonders spannend. Ist kein Fake von uns, ist wirklich Meine Schuld gibt. Es kostet 2 Euro. Ist eine ganz tolle Zeitschrift für Frauen, die sich... Yogi natürlich auch. Und raten Sie mal, was diese Spitzenfunktionäre und Topmanager gemeinsam haben. Richtig, alle kein Abitur und sponsert bei Adidas, obwohl sie gar keine aktiven Fußballspieler sind. Ja, ist denn heute schon Weihnachten? Und Adidas sponsert noch mehr. FIFA, DFB, Bundesliga, zweite Bundesliga, FIFA-Weltmeisterschaft, DFB-Pokal, Champions League, deutsche Nationalmannschaft, Leverkusen, Schalke, Nürnberg, HSV, den FC Bayern sowieso. Adidas sponsert alles. Adidas ist überall. Zum Glück ist Adidas ein ehrliches deutsches Unternehmen, in dem windige Geschäftspraktiken nichts verloren haben. Herbert Heiner, wer waren noch mal deine beiden Vorgänger an der Adidas-Spitze? Ah ja, Robert Louis Dreyfus und Bernard Tapie. Zwei unseriöse Straftäter. Ganz kurz, ich muss mal kurz unseren Neo-Magazin Royal Scherzanwalt Dr. Christian Witz fragen. Kommen Sie ruhig mal rein. Ist das erlaubt, wenn ich öffentlich sage, dass Bernard Tapie und Robert Louis Dreyfus zwei unseriöse Straftäter waren? Darf ich das sagen so öffentlich? Waren sie denn... unseriös. Also der Adidas-Boss Robert Louis Dreyfus, der hat seinem lieben Freund und Bayern-Manager Uli Hoeneß mal 10 Millionen Euro geliehen, damit er die Kohle an der Börse verzocken kann, ohne Gegenleistung zu wollen. Und Bernard Tapie, der war halt
Schlagersänger und Rapper gleichzeitig. Dans le foot, les affaires, le rap, les ministères, c'est toujours le gangster. Contrôle l'affaire. Klingt das unseriös genug? Ist es? Ja, das klingt unseriös genug. Und waren Sie Straftäter? Ja, also Dreyfus saß nicht ein, aber 2006 zu 10 Monaten auf Bewährung verurteilt. Und Bernard Tapie saß 8 Monate im Knast wegen Bestechung. Also Straftäter, kann man schon so. Hm. Dann ja, dann ja. Vielen Dank, Neo Magazin Royal, Scherzanwalt Dr. Christian Witz. Aha, also Herbert Heiners Vorgänger waren unseriöse Straftäter und Herbert Heiners direkter Vorgänger als Adidas-Chef. Hier, Robert Louis Dreyfus, das ist der, der dem DFB eine schwarze Kasse mit 6,7 Millionen Euro eingerichtet haben soll, um die WM nach Deutschland zu holen. Stand ja auch im Spiegel vorletzte Woche und diese Woche auch. Was hätte denn ein Adidas-Chef davon, wenn er die WM nach Deutschland mogelt? Es ist ganz einfach. 2005 hat Adidas so viel verdient. 2006 im Schummel-WM-Jahr machte Adidas dann einen Umsatz von 10,1 Milliarden Euro. Im Vorjahr 6,6 Milliarden. Ergebnis: Im Jahr der Mogel-WM hat Adidas 3,5 Milliarden Euro mehr Cash eingefahren. Und dafür musste Robert Louis Dreyfus nur mal eben privat 6,7 Millionen Euro verleihen. Deutschland, ein Sponsormärchen. Kommen wir mal zum großen Finale, Herbert. Wie war noch mal deine Erfolgsformel? Fußball ist Adidas, Adidas ist Fußball. Okay, dann kommt jetzt eine knifflige Rechenaufgabe. Wenn Adidas Fußball ist und Fußball korrupt ist, was ist dann Adidas? Kleiner Tipp, wenn irgendjemand die Lösung rausfindet, ist das nicht gut fürs Geschäft von Adidas. Lass mich das anders sagen, Herbert. In der FIFA-Affäre oder beim DFB-Skandal hat Adidas wirklich keine Scheiße am Schuh. Das kann man nicht sagen. Adidas ist der Hund, aus dem die Scheiße rauskommt. Seit Jahrzehnten. Oder täuscht mich da mein Eindruck? Ich meine, Adidas hat die Sportkorruption, das Sponsoring erfunden. Und Sponsoring ist das Erfolgsgeheimnis von Adidas. All in or nothing. Und das ist nur die Spitze des Scheißbergs, Herbert. Kleiner Tipp für unsere Zuschauer. Geben Sie mal ISL und Adidas bei. Fragen, wer ist eigentlich schuld? Einfach die meine Schuld kaufen und dann kriegt man alle Antworten. Ich hab fettige Haare und bin dick und hässlich. Wessen Schuld ist es? Ah, meine Schuld. Immer wenn mein Freund säuft, dann schlägt er mich. Wessen Schuld ist das eigentlich? Mal gucken. Ah, ist meine Schuld. Alle Fragen der Welt kann man stehen in der meine Schuld, wird alles beantwortet. Wer ist eigentlich schuld? Palästinenser oder Israelis vom Nahostkonflikt? Ach, meine Schuld. Apropos meine Schuld. Meine Damen und Herren, ich muss Ihnen was gestehen. Ich interessiere mich überhaupt nicht für Fußball. Die ganze Republik redet darüber. Fußball hier, Fußball da, DFB-Skandal und FIFA-Affäre. Interessiert mich alles nicht. Das ist bei mir alles abgespeichert unter korrupte Ehrenmänner, machen eh, was sie wollen. Diese rumpeligen alten Männer und ihre traurigen Versuche, glaubwürdig rüberzukommen. Ist alles, geht mir irgendwie am Arsch vorbei. Wissen Sie, für was ich mich richtig interessiere? Ich interessiere mich für unauffällige Typen. Unauffällige, unscheinbare Player im Fußball, die immer dann spurlos verschwinden, wenn die Scheiße so richtig fliegt. Ich würde mich gerne mit Ihnen darüber unterhalten. Reden wir doch mal über eine der dicksten Kröten im Fußballsumpf. Und ihre. Eier aus Stahl. Oh, und heute geht es um dich, Herbert Heiner. Für die meisten bist du Vorstandsvorsitzender der Adidas AG. Aber für mich bist du der Mann, der mal so geil aussah, wie Waldemar Hartmann aussah, als der noch richtig geil aussah. Herbert Heiner, du bist seit 14 Jahren Chef der börsennotierten, zweitgrößten Sportartikelherstellerfirma der Welt, Adidas. DFB, FIFA und Bundesliga, alle gesponsert von Adidas. Jahresumsatz 2014, 14,5 Milliarden Euro. 14,5 Milliarden Euro. Herbert, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, was zurzeit in Fußball-Deutschland los ist. Angeblich soll ja bei unserer WM 2006 irgendwas nicht mit rechten Dingen zugegangen sein. Unser Sommermärchen, Bestechung und schwarze Kassen und so. Oder Waldi? Haben denn wirklich die Deutschen geglaubt, dass wir diese WM bekommen haben, weil wir so ganz besonders beliebt sind auf dieser Welt, weil wir so tolle Hechte sind, weil wir so gut ausschauen und weil uns alle lieben zum Niederknutschen? Ja, ich meine, ja gut, Herbert, was juckt dich als Chef des DFB-Hauptsponsors Adidas, wenn es im Fußball nicht mit rechten Dingen zugeht? Fußball ist ja nicht Adidas und Adidas ist ja nicht Fußball. Fußball ist Adidas, Adidas ist Fußball. Ah, so ist das. Dann ist ja auch für dich und Adidas ein bisschen scheiße, wenn alle verlieren. Das deutsche Sommermärchen verliert seine Unschuld, das Weltmeisterland Deutschland verliert seinen guten Ruf, der DFB verliert seine Glaubwürdigkeit, Wolfgang Niersbach verliert vielleicht bald seinen Job. Alle verlieren. Ich muss auch ehrlich sagen, verlieren ist auch.
beschissen, auf gut Deutsch gesagt. Das mache ich nicht, ich gewinne lieber, das ist schöner. Und deswegen versuche ich alles, was in meiner Macht Stehende zu tun ist, zu tun, um eben zu gewinnen. Ob das jetzt am Spielfeld ist oder in der Arbeit. Kleiner Tipp, Herbert, im DFB-Skandal und der FIFA-Affäre gibt es zurzeit nur zwei Gewinnerstrategien. Erstens, versuchen, die Scheiße geschickt auszuweichen. Oder zweitens, die Scheiße offen ansprechen. Du hast dich für Strategie 1 entschieden. Adidas ist Hauptsponsor der FIFA und könnte richtig Druck machen, genau wie die sympathischen Kleinunternehmen und FIFA-Sponsoren. McDonald's, Visa, Coca-Cola und Anheuser-Busch, die haben die FIFA in 4 überraschend deutlichen Briefen dazu aufgefordert, Sepp Blatter endlich rauszuschmeißen, weil sie Angst um ihr Image haben. Also ich meine, McDonald's, Visa, Coca-Cola und Anheuser-Busch haben Angst um ihr Image. Das ist ungefähr so, als hätten Gordon Gekko, Gargamel, Mr. Burns und Darth Vader Angst um ihr Image. Aber Adidas und du, Herbert, ihr zwei haltet an Sepp Blatter fest. Und der ist natürlich, ich meine, der ist natürlich einfach spitzenmäßig und in Partylaune aufgelegt. Kein Wunder, das ist gut für ihn. Party on! Die Treue von Adidas und dir zu Sepp Blatter ist so rührend, Herbert. Weißt du was? Horst Dassler, der Ex-Adidas-Chef und Sohn von Adidas-Gründer Adi Dassler, der wäre stolz auf dich. Denn der hat Sepp Blatter vor 40 Jahren bei der FIFA installiert. Und Horst Dassler hat Sepp Blatter in seinen ersten Jahren auch hier bezahlt. Here we go, Sepp. Der Sepp und der Horst und Adidas. Eine Freundschaft fürs Leben. Und der Sepp und Adidas haben übrigens erst 2013 einen neuen Sponsoring-Vertrag ausgehandelt. Mein Handyvertrag bei Base, O2, Telekom, Lidl Base gilt. Mein Handyvertrag gilt ja 2 Jahre. Wie lange gilt denn so ein Sponsoring-Vertrag zwischen Adidas und FIFA? Vielleicht bis 2018 oder bis 2020 oder wie lang? Bis 2030? Was in aller Welt könnte denn so geil sein, dass man den Vertrag über 17 Jahre abschließt? Also außer natürlich eine Zungenkuss-Flatrate von Sami Slimani. Ich bin einfach so ein echter All-in-or-Nothing-Typ. Ich verrate den Leuten jetzt mal das Erfolgsgeheimnis von Adidas. Bist du auch ein All-in-or-Nothing-Typ? Das, glaube ich, beschreibt mich auch. Meine Leidenschaft und auch so mein persönlichen Charakter. Wenn ich was mache, dann All-in-or-Nothing. Jetzt machen wir mal All-in-or-Nothing. Jetzt kommt das Geheimnis von Adidas. Nur ein einziges Wort. Wir sind nicht bei der Mafia. Nein, das, so nennt sich das nicht, anders. Nee, auch nicht, das ist ja illegal, anders. Nee, Korruption, das klingt auch ganz schlimm. Das heißt, wie heißt es noch? Sponsoring, eine Original-Adidas-Erfindung. Tolle Idee. Sponsoring, erfunden von Adidas. Genauer erfunden von dem Mann, der auch Sepp Blatter erfunden hat. Und Sponsoring funktioniert bis heute toll. Adidas ist Sponsor Nummer 1 der ganzen Welt, von Fußball zumindest. Und Sponsoring ist völlig legal. Funktioniert im Prinzip ganz einfach. Wenn du machst, was Adidas sagt, bekommst du von Adidas eine tolle Belohnung. Klingt kompliziert, ist aber ganz einfach. Franz, kannst du es für die Leute vielleicht noch ein bisschen anschaulicher erklären, wie das funktioniert? Lasst uns nicht lange reden. Wir tun, was uns gefällt. Einmal 5 Mark für jeden, das ist doch nicht die Welt. Ah, Sponsoring ist also der Trick, warum Adidas so verwachsen ist mit dem Profifußball wie kein anderes Unternehmen. Adidas ist überall. Unsere Weltmeisterhelden von letztem Jahr zum Beispiel. Alle von Adidas gesponsert. Hallo und herzlich willkommen, liebe Actionfans. Mein Name ist William Kohn. William Kohn. Sehen Sie nun im Neo-Magazin Royal, wofür Q ihre Gebührengelder ausgibt, warum Anzüge nicht jedem gleich gut stehen und wieso die besten deutschen Schurken am Ende doch immer Österreicher sind. Viel Vergnügen. Neo Magazin Royal mit Jan Böhmermann. Folge 27. Dieter, sag mal Jo. Mein Name ist William Kohn. Heute zu Gast Mike Krüger. Musik,
Wendemann und die Freie Radikale. Ja, wir sind Neo, 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 Freie Radikale, wir sind Neo, 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 und das hier ist leider nur Jan Böhmermann. Das Neo-Magazin, Royal. Vielen lieben Dank. Yo. Herzlich willkommen beim Neo Magazin Royal am Donnerstag, den 29. November 2015. Unser Gast heute, eine echte Showlegende, Mike Krüger ist heute Abend hier. Der war schon im Fernsehen, als ich noch Suppe im Sack war. Mike Krüger heute Abend hier, hat eine Autobiografie geschrieben, es wird sicherlich sehr interessant, erzählt vielleicht Geschichten aus seiner langen Showkarriere, meine Güte, früher in den 80ern, da ging es aber richtig rund hinter den Kulissen. Und meine Damen und Herren, ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben, Schocknachricht der Woche, die Weltgesundheitsorganisation, WHO, WHO warnt vor Wurst, Wurst macht Krebs. Das, erst nimmt man uns die Volkswagen, jetzt will man uns auch noch Wurst nehmen. Was haben wir Deutschen denn noch außer Nazis jetzt? Das gibt's doch gar nicht. Hashtag der Woche, passend dazu, um ein bisschen Awareness zu raisen, damit Sie auch aufpassen, wenn Sie Wurst essen. Hashtag der Woche lautet Wurstkrebs. Wurstkrebs, immer zur Wurstkrebsvorsorge gehen, sicherheitshalber. Wurstkrebs, es ist wirklich, also Wurst ist krebserregend, ist ein riesiges Problem. Mir wurde, meinen Kindern wurde kürzlich an der Fleischertheke eine Scheibe Fleischwurst angedroht. Ist, glaube ich, so, ist, glaube ich, offiziell Sterbehilfe. Ist, glaube ich, nur in Wurst, ist bald nur noch in der Schweiz erlaubt. Liebe Jugendliche da draußen, wenn ihr krass drauf seid, bitte Wurst, ja, aber nicht auf Lunge essen. Ganz Menschen können Krebs bekommen wegen Wurst. Noch viel schlimmer, Schweine sterben wegen Wurst. Was? Wie bitte? Ach du Scheiße, die Weltgesundheitsorganisation schaltet sich noch mal ganz kurz in die Meldung ein. Wurst erregt Krebs. Und jetzt ist es soweit, meine Damen und Herren. Um Sie zu schützen vor Wurst, wird ab sofort auf verpackter Wurst, die wird nicht mehr verkauft, erstmal nur ab 18 und mit Personalausweis, ganz